Nachdem wir schon am Montag ein paar Teaser zum neuen Gameplay-Pack erhalten haben, gab es jetzt die ersten richtigen Infos und geleakte Bilder. So viel vorweg, bereits heute erhalten wir die Ankündigung. Wer gestern Abend auf der EA-Seite unterwegs war, wird wohl ein wenig überrascht gewesen sein, denn es gab einen kleinen Leak zum neuen Gameplay-Pack. Auf der Startseite konnten wir direkt das Render und Symbol des nächsten größeren Gameplay-Packs für Die Sims 4 bewundern, welches jetzt endlich Klarheit schafft. Das nächste große Pack für Die Sims 4 wird sich um die Werwölfe drehen. Viele Objekte, die die Sims tragen, sind neu. Die Klamotten erinnern mich vom Stil ein wenig an einen Highschool-Horrorfilm. Beachtet besonders die großen Schrammen und Kratzer auf den Beinen der Frau, die es vorher auch noch nicht so in der Art im Spiel gab. Etwas später dann ging es weiter mit noch mehr Informationen, diesmal aber offiziell auf dem Sims Twitter-Account. Hier gab es dann die Bestätigung, dass wir bereits heute Abend um 17 Uhr den Trailer des nächsten Gameplay-Packs sehen werden. Hierzu wurde ebenfalls ein kleiner Ausschnitt aus der neuen Welt Moonlight Mill geteilt, die ihr hier im Hintergrund seht. Die erzeugte Atmosphäre gefällt mir jetzt schon mega gut, auch mit dem leichten Nebel, der über das Wasser wabert. Wie die Kollegen von Sims Community im Hauptmenü entdeckt haben, wird hier ebenfalls bei Englisch eingestelltem Spiel ein Screenshot der neuen Welt angezeigt. Was es wohl mit dem kleinen Eingang auf der Spitze des Bergs auf sich hat? Die Entwickler haben ebenfalls eine Videopremiere zum Trailer des insgesamt schon 12. Gameplay-Packs für Die Sims 4 gestartet, in der man im Hintergrund ein weltliches Gebiet mit industriellen Häusern erkennen kann, ein weiterer Hinweis auf die grobe Thematik der Welt. Hier könnt ihr auch morgen pünktlich um 17 Uhr den neuen Trailer ansehen, Link in der Beschreibung. Hier ist ebenfalls mein Partner Instant Gaming verlinkt, bei dem ihr auf verschiedene Sims 4 Packs ordentlich sparen könnt. Schaut vorbei, wenn ihr mich unterstützen wollt. Was denkt ihr zu den ersten Informationen? Freut ihr euch schon auf heute Abend? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.